Willkommen zurück, liebe Leute, zu Spider-Man Web of Shadows. Wir machen jetzt direkt hier weiter, wo wir beim letzten Mal stehen geblieben sind. Und schauen mal jetzt, wo wir jetzt hin müssen. Scheiß auf die Verbrechen, wir sind böse. Wir sind böse. Und ja, die meisten haben mir auch geschrieben von euch, ich mach auf jeden Fall böse. Es ist langweilig, immer der Gute zu sein, also machen wir auch böse, kein Problem. Voll die geile Mucke gerade. Ah, ich werd beballert. Ich wollte nur das Ding haben. Ich wollte nur das Ding einsammeln da. Mann, okay, alles klar, dann nicht. Dann halt nicht. Ich hau ab hier. Ich hau ab. Yay. Wo müssen wir denn hin? Zu Black Cat wieder zurück, wa? Aber war das jetzt eine Falle von ihr? Oder waren das wirklich die Informationen, die sie hatte? Weil sie hat ja gesagt, geht zum Daily Bugle, aber... Die Action ging ja woanders ab. Okay. Schön, dich in einem bezaubernden Stück zu sehen, Spider. Ah, gleichfalls. Der Bugle war gar nicht Kingpins Ziel. Ja, ist schade, wenn ein Mädchen keine genauen Informationen aus einem Gauner rausprügeln kann. Was ist aus dieser Welt nur geworden? Ich habe einige dieser bösen Jungs verfolgt, mit denen du gespielt hast, aber sie sind einfach verschwunden. Verstehe. Klingt verdächtig nach einer Geheimbasis. Exakt. Was sind schon gute Handlanger ohne Geheimbasis, um sich zu verstecken? Vielleicht sollte ich sie mal besuchen und auf Spidey-Art in der Nachbarschaft willkommen heißen. Klingt nach Spaß. Wir sehen uns, wenn du das kleine Versteck demoliert hast. Darauf kannst du wetten. Ich hasse es, dir das zu sagen, aber das waren nicht die letzten Roboter vom Deckenmann. Kriminelle Genies können nie genug böse Roboter haben. Ich kann nie genug Spider-Man haben. Und jetzt mach ein paar Roboter kaputt. Boah, also, mach ich. Die ist ultra heiß auf Spider-Man. Also, womit befasst sich Kingpin diesmal? Und wie kommst du ins Spiel? Womit soll sich unser Moppel schon befassen? Schusswaffen, Drogen, alles, was die Welt korrumpiert und ihm gleichzeitig viel Geld einbringt. Und du wolltest da mitmischen? Ich hatte einen meiner Ach-wäre-ich-doch-ein-Superheld-Tage. Immerhin, besser als einer deiner Heut-klau-ich-mal-den-Hope-Diamanten-Tage. Schön, dass du das so siehst. Denn meistens fühle ich mich nach so einem Superheldentrip wie eine totale Versagerin. Ach wo, du erreichst doch auch was. Tue ich das? Ja, manchmal schon. Dann nenn mir doch mal ein Beispiel. Ich, das eine Mal hast du doch was Tolles gemacht. Mein Leben gerettet. Oder das von jemand anderem. Oder so ähnlich. Du bist ein miserabler Lügner. Aber ein hervorragender Tänzer. Man kann halt nicht alles haben. Netter Versuch. Ein gutes Wort von dir bedeutet mir viel. Ja, alles klar. Alles klar. Also wie gesagt, die ist übel heiß auf unseren Spider-Man. Wir müssen echt aufpassen, dass sie nicht mit seinen Gefühlen spielt. Ah, da oben. Hallo, Kamera, Kamera. Ja. Hier sind wirklich alle Anzeichen einer Geheimbasis vorhanden. Ist das deine neue Arbeit? Goblins are us? Geh jetzt, solange du noch kannst. Ich bin froh, dass du Arbeit in der Verbrecherindustrie gefunden hast. Ich werde dich zerschmettern! Shit. Ah, wir können wegrollen.
Das ist doch die, der Geier ist es. Hast du mich vermisst? Verkackte Kamera, ja. Verkackte Scheiß-Dreckskamera. Einfach nur. Boah, Leute, kann ich mal gerade gucken und nicht nach unten oder oben? Ich hasse diese Scheißkamera. Also, ich habe echt selten eine schlechtere gesehen. Ich sag's euch so, wie es ist einfach. Fliege ich hin? Wo fliege ich? Leute, ohne Witz, zieht's euch rein. Guckt euch das mal an. Ich weiß gar nicht, wo ich. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich weiß es einfach nicht. Willst du mir entfliegen, kleiner Vogel? Du bist ziemlich weit weg von Fett. Ich bin Boden. Und du bist zu weit. Von 100 Hühnchen? Oh, Leute, was ist das für ein Bosskampf? Ohne Scheiß. Thank you.
Wir haben jetzt gerade mal die Hälfte. Das muss man sich mal reinziehen. Scheiße, Mann. Eigentlich hatte ich RT gedrückt die ganze Zeit. Und ich dachte, da kann man sich ranziehen, oder nicht? War das nicht so? Mehr Schläger, mehr Wege, um an den Geier zu kommen. Ich drück die ganze Zeit RT, die ganze Zeit kann man sich ranziehen, jetzt geht's nicht mehr, oder was? Weil ich gezwungen bin, das mit Y zu machen. Also, warum... Ich verstehe das nicht, warum... mein Gott, egal. Diese Kobolde. Warum manche Sachen, manche Abschnitte des Spiels denn andere Fähigkeiten einfach komplett außer Kraft setzen? Was vorher noch geklappt hat, geht jetzt nicht mehr, oder wie? Ich verstehe das manchmal nicht. Mensch, 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 ja. Also ein Bossfight gegen den Geier ist ja ganz geil eigentlich, wa? Aber das ist echt sehr krass unübersichtlich. Jetzt geht's wieder, jetzt geht's wieder. Das bereue ich jetzt schon. Ich hatte Karten für das Baseballspiel. Aber stattdessen hänge ich mit dir. Wird noch was zerplatzen. Ich hab ihn gleich, Leute, ich hab ihn gleich. Jetzt geht RT schon wieder nicht. Also das meine ich. Warum geht es denn gerade und jetzt nicht? Das verstehe ich einfach nicht. Weil ich das mit Y machen muss. Und das finde ich einfach dumm im Game Design einfach. Mal abgesehen davon, dass die Todeskamera hier einen echt nicht ja gerade behilflich ist. Wo ist denn der Geier jetzt? Da ist er. So, jetzt geht's wieder. Ja, wie gesagt, egal, ich muss es nicht wiederholen. Ihr seht es ja selbst. Ich würde gerne auch mal den anderen jetzt weghauen, der nervt übel. Verzieh dich, ey, du Pisser! Yes, haben wir ihn endlich.
Wow, cool. Nein! Oh Mann. Puh, zu spät gedrückt. Okay, nochmal von vorne. Quick Time Event. Diesmal aufmerksamer. Wähle ein Pfad. Böse. Okay, Stinkvogel. Fröhliche Weihnachten. Jetzt schuldest du mir was. Fall mir in den Rücken und es kostet dich mehr als nur die Flügel. Natürlich, natürlich. Du wirst es nicht bereuen. Ich schwöre es. Oh, yes. Besiege den Geier. Verbündete. Geier, Adrian Toomes ist ein alterner Elektroingenieur, nach dem, Alter, boah, hör doch mal auf da, immer so lang. Warum kann man? Ich raste aus, Alter. Nachdem er ein Fluggeschirr erfunden hat, das ihm auch Superkräfte verleiht, hat er sich dem Verbrechen verschrien. Toomes arbeitet derzeit für den Kingpin sowohl als Vollstrecker als auch Waffeningenieur, wobei er Pläne verwendet, die er von Osborn und Stark gestohlen hat. Der Geier wird nur dann zu Hilfe geflogen kommen, wenn er glaubt, dass Spider-Man bereit ist, alles zu tun, um New York zu retten. Wieso wollen denn alle Bösewichte, dass man... Hä? Das raff ich nicht. Das sind doch Bösewichte, oder? Warum wollen die denn alle auch genauso hier, die Alte, dass wir das retten? Ich raff das einfach nicht. Das passt doch gar nicht zusammen. Oder? Oder passt es zusammen, Leute? Passt es für euch zusammen? Die arbeiten doch mit Kingpin nicht zusammen, um die Welt zu retten, oder nicht? Egal, ich verstehe das nicht. Na gut, aber das soll es erstmal gewesen sein. Das war wirklich ein sehr chaotischer Bosskampf eigentlich, aber ganz cool, so in der Luft sich zu bewegen und da bleiben zu müssen, das ist ja eigentlich ganz geil, aber es ist, wie gesagt, die Kamera ist, die kommt direkt aus der Hölle, ohne Scheiß, also ich verstehe das nicht, verstehe das echt nicht. Egal, Leute, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, lasst auf jeden Fall mich wissen in den Kommentaren und Bewertungen, gebt mir ein bisschen Feedback, wenn ihr möchtet, ansonsten hört man sich beim nächsten Mal, haut rein und tschüss!